Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal um die Klimaanlage von Troptech, die PAC 2300X, die ich mir gekauft habe. Ich habe gesagt, ich möchte noch ein Fazitvideo machen, wenn ich hiermit alle getestet habe. Ich habe jetzt getestet, den Schlauch einfach raushängen, den Schlauch unter die Chalaisie mit Airlock. Ich habe ohne Chalaisie gemacht. Ich habe jetzt mit dem, was ich jetzt gemacht habe, was ich euch gleich zeige, und kann da jetzt ein bisschen was zu sagen. Ich drehe mal kurz um, dass ich euch das ein bisschen zeigen kann. Also jetzt ist der Airlock dran. Ne? Ja, seht ihr ja. Meine Frau ist mit dem Airlock überhaupt nicht zufrieden, weil sie kommt nicht da oben hin, um das dann immer hoch zu machen, um die Tür zuzumachen. Damit kommt sie nicht klar. Mir sind auch schon 3 Reißverschlüsse vom Airlock kaputt gegangen. Also ich habe nicht mehr Reißverschlüsse nicht mehr viele zur Verfügung, damit ich das dicht kriege. Und jetzt habe ich mir einfach, ich wollte eigentlich Plexiglas holen. So, und habe jetzt aber Holz genommen. Weil Plexiglas hätte mich 98 Euro gekostet, plus 5 Euro Loch reinmachen. Für das Holzbrett habe ich bezahlt mit Loch reinmachen 10,18 Euro oder 10,15 Euro. Aber das ist das Plaster, was ich da drauf gemacht habe, ist noch ziemlich eng drauf. Also da muss ich dann noch beim nächsten Mal oder zum Winter hin das Loch noch ein bisschen größer machen, dass ich den Schlauch besser raufkriege. Das ist alles ein bisschen sehr straff. Und der geht dann hier lang. Da zur Klimaanlage. Ich habe jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, das zu variieren, weil der Schlauch nicht ewig rumgeht und so. Und dadurch habe ich ein bisschen mehr Platz. Wasser ist auf jeden Fall weniger jetzt so. Oder mit Airlock ist nicht mal, oh, ich würde sagen, ein Drittel von dem, wenn nicht so ein Viertel von dem, was ich hatte, wo ich den Schlauch einfach nur so raushängen lassen habe. Das Problem, was ich habe, ist halt folgendes, weil viele sagen ja auch, muss mit 2 Schläuchen machen, einmal Luft raus, einmal Luft rein. Das Problem ist, hier ist auch ein bisschen undicht. Hier zieht da noch ein bisschen Luft, also ich habe hier keinen, so dass ich keinen Unterdruck in der Wohnung habe, das ist ganz gut. Aber man merkt jetzt hier richtig die Wärme. Und zwar nicht, weil von dem Schlauch oder irgendwas, der Schlauch wird auch ziemlich warm. Das ist überhaupt kein Problem, das schafft er. Aber die Chalaisie, wenn ich hier anfasse, heiß. Das ist das Problem. Oh, ich muss mal aufpassen, wie ich hier rausgehe. So. Ich habe von, also so ab 11, 12 ist etwa da die Sonne. Und die geht dann halt bis 20, 21 Uhr, bis sie hinterm anderen Haus untergeht. Das ist so scheiße heiß, das hält meinen Kopf nicht aus. Und ich weiß es, weil ich habe heute gemessen, wir haben heute 35 Grad draußen eigentlich. Auf meinem Balkon sind es 40, 41 Grad. Weil ich habe links und rechts halt diese Plaste, das staut sich schön die Hitze, die Hitze geht nicht so schnell weg. Deswegen würde mir das auch überhaupt nicht bringen, eine Klimaanlage mit 2 Schläuchen. Warme Luft nach draußen, wo sowieso schon warm ist, und dann die warme Luft von draußen, die sowieso auch schon warm ist, von draußen nach drinnen zum Kühlen, bringt mir überhaupt nichts, weil 40 Grad heiße Luft dauert ewig, um die kalt zu machen. Die würde mehr rennen, die bräuchte mehr Energie, alle drum und dran. So habe ich halt einen Schlauch draußen für Abluft. Ich habe ja, die Türen sind hier auch nicht wirklich dicht, also von daher kommt immer noch Luft rein, dass hier kein Unterdruck entsteht. Zur Not kann ich auf der anderen Seite auch die Fenster aufmachen, da ist es nicht so warm, in der Küche. Und so, zeige ich euch das mal, hier steht es. Ich habe die jetzt so schräg immer stehen, da kommt ein bisschen Kühle zu mir und meinem PC, damit der nicht überhitzt. Dann geht hier auch noch zu meiner Frau die kühle Luft. Und hier, wo ich jetzt stehe, hinter mir seht ihr ja den Fernseher. War das vorher, und der fette Kater, ja. War das vorher so, dass die Luft hier wärmer war als logischerweise die, wo die kalte Luft hingeht, aber hier war es wirklich warm. Die hat den Raum nicht richtig runtergekühlt. Jetzt mit dem Brett und mit dem Airlock kühlt die den kompletten Raum richtig schön runter. Natürlich da, wo es hinweht, ist extrem kalt. Und es ist richtig schön und angenehm und richtig toll. Wie gesagt, meine Frau ist schwanger, die hat da mit ein bisschen Problemen mit dem Kreislauf. Und ja, da ist das halt schon super, die Klimaanlage, weil die Wärme hier ein paar Mal abgeklappt. Jetzt kann ich die Tür gerade nicht schließen, weil ich habe noch Softbox und so aufgebaut, weil ich hatte ja noch Videos gemacht. Also von mir auf jeden Fall für die Klimaanlage top. Allerdings, wenn der PC an ist, 2 Bildschirme, 1 Bildschirm, Lampe, PC und hier der, wartet mal, ich muss mal
umkuddelmuddeln so. Und der 65 Zoll und vielleicht noch die PlayStation oder so. Da ist der fette Kater, könnt ihr mal gucken. So liegt der hier immer, der macht sich Platz, der schiebt alles mein Zeug beiseite. Dann entsteht hier auf der Seite natürlich auch eine ganz schöne Wärme. Weil ihr glaubt ja nicht, was so ein 65 Zoll, was der auch noch an Wärme an den Raum abgeben kann. Hätte ich jetzt so in dem Augenblick auch nicht gedacht. Aber die Klimaanlage tut da schon gutet. Die weht dann praktisch hier so lang, so rum und dann entsteht so ein kleiner Kreislauf. Ja, und dadurch, aber hier kommt ja dann nochmal Wärme dazu. Also hier ist es, es dauert eine Weile, bis es runterkühlt, aber es macht sie gut. Macht sie verdammt gut. Dann gebe ich euch den Tipp, weil mein Werkstattmann Bernhard hat eine Klimaanlage. Ein Kumpel von mir hat sich eine Klimaanlage geholt und der hat den Fehler gemacht. Der hat sich eine Klimaanlage passend für seinen Raum geholt. Das schafft sie nicht. Meine Wohnung, also ich glaube, mein Wohnzimmer ist hier um die 15 Quadratmeter oder 20 Quadratmeter. Das Ding ist für, 35 oder 40 Quadratmeter, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht. Holt euch eine Klimaanlage, ich schreibe es in die Videobeschreibung drin, also das seht ihr ja auch, wenn er raufgeht. Also meine Wohnung ist 65 Quadratmeter, Wohnzimmer und Schlafzimmer ist gleich, dann habe ich noch ein schmales Kinderzimmer, Küche, Bad. Also ich denke mal so um die 15 bis 20 Quadratmeter ist das hier. Holt euch eure Klimaanlage immer für ein paar Quadratmeter mehr. Moment, ich muss mal hier Wecker ausmachen. Für ein paar Quadratmeter mehr, als ihr braucht. Das heißt, euer Raum ist 20 Quadratmeter, holt sie für 30, am besten 40, 45 Quadratmeter. Weil die Klimaanlagen, die ihr für den Raum passend holt, die packt das nicht. Die macht zwar dahin einen kühlen Luftstrom, wo ihr seid, wo sie hinrichtet, aber die packt das nicht, den kompletten Raum auch gleichzeitig runterzukühlen. Das schafft sie einfach nicht. Also immer ein paar Quadratmeter mehr, als was ihr eigentlich braucht. So, das soll es jetzt auch auf mein Wesen sein, denke ich mal. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde euch so gut wie es geht alle Fragen beantworten. Ich werde die Klimaanlage auch verlinken. Die gibt es momentan nicht, aber wird bestimmt bald wieder geben bei Amazon. Auf keinen Fall ein Fehlkauf. Wir sind glücklich, dass wir sie haben. Und wie gesagt, meine Frau hätte manchen Tag nicht überstanden ohne Klimaanlage. Ja, also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch für die Klimaanlage. Denn soll es auch soweit gewesen sein, wie gesagt, Fragen einfach unten. Ich werde alles machen, also bestmöglich versuchen zu beantworten. Ich bin dann jetzt mal weg. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Test.